Ich bewege mich 3 Schritte nach vorne. Eine Aktion, richtig? Du bist bei. G6. Dann hast du 2 freie Aktionen und GS6 sind 6 Meter. Ja. Und dann würde ich einen Motorikus wirken. Dauer. Motorikus, gute Idee. Ja, Was willst du tun? Sekunde. Sprung halber Zauberdauer. 3 Aktionen. Ja, 3 Aktionen. Also braucht noch 2 Aktionen. Also nächste Kampfrunde denn. Oder Auf was Anfang. willst du denn Motorikus wirken? Auf den Haufen, den sie in der Hand hält, hoffentlich. Den Splitter. Den Splitter möchtest du mit deinem Motorikus berühren? Den ganzen Haufen, wo sie eingewickelt in ihr Tuch. Möchtest du das Tuch benutzen oder möchtest du den Splitter benutzen? Der Splitter ist doch im Tuch eingewickelt, oder? Genau, das heißt, du kannst den Splitter nicht sehen. Aber ich kann das Tuch sehen, kann das Tuch mit dem Inhalt bewegen, oder? Du kannst das Tuch bewegen. Die Frau, ob der Splitter dann rausfällt oder nicht? Das ist auch dann fingerfertig und sowas, ne? Also. Okay, dann will ich erstmal Tuch. Okay, abgesehen davon. Tuch. Genau, den Splitter kannst du auch nicht sehen. Genau. Ja, nächste Kampfrunde. Nächste Kampfrunde gucken wir uns dann an. Was genau tun unsere Schützen eigentlich? Die Hat schießen einer. auf. Gucken wir mal. Die schießen auf den Holzkohle. Ich meinte eigentlich eher die hier unten. Ach so, Die ja, die gerade laufen jetzt auch gesagt hat. irgendwie hinterher. Gucken wir uns gleich mal an. Die laufen alle hinterher und genauso wie Ömer können die gleich schießen. Jalan. Ich tue, was Vivon tut. Brennt auf das Sendurium-Korb zu. Dann todesmutig hinterher. 8 Schritt, kriegst noch eine weitere Raufenattacke von Vivon. Schafft er wieder. Kann ich 2 Leuten gleichzeitig verteidigen? Gucken wir mal. Geschafft. Schade. Gut. Wir rangeln uns da irgendwie an den Söldnern vorbei ins Sendurium-Korps rein. Ja. Achmat. Dass er gesund ist. Ja, den beiden drangelnden Kleinkindern hinterher stapft dann auch Achmut auch das Endurium-Korb zu. Du bist schneller, also wenn du laufen willst oder sowas, würdest du die vorher erreichen, ne? Wäre natürlich ehrenhaft, aber ich fände das schon sehr amüsant, Jan versterben zu sehen. Ich leuchte immer noch blau und bin gearmert trotzdem. Ich sterbe hier nicht. Gut, Na aber dann. du bist trotzdem Mit deiner nackt. 6 Rüstung schaffst du das auf jeden Fall. Also Boah, ey. du willst erstmal erwarten, bis Jalan da ist. Gut, dann eine Also ich Aktion will dann Position. hier den ehrenhaften Dreikampf suchen, indem ich mich dem ersten Enturium-Gegner entgegenstelle. Gut, machen wir so. Das sieht sehr gut aus. Natürlich, Ja, das 1 gegen 1. 1, 2, Böde. 3. Die Leute sind hier nicht bekannt. Jalan kennt sie dafür umso besser. Gucken wir uns jetzt einfach Glimmerding. mal das Endurium-Korb an. Die haben einen Angriff. Die kämpfen mit Nachtwinden. Bam, 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 bam. Wuchtschlag 5, und zwar jeder von denen. Auf die 18. 18 plus 5. Oh, das sind heavy Zwei Typen. Treffen. Ja, einen versuche ich zu parieren. Einer wird pariert. Eins, zwei sind die plus fünf, Dass bist er immer einer noch drin. trifft. Also 2 treffen und einen pariere Die ich. 2 und die 4. Achso, Entschuldigung, ja, tut mir leid. Dann trifft die 8 8. Schaden, 13 8 Schaden. plus 5 sind 13. Haben die irgendwie. Sind das Benhalapaktiere? Das sind Belhalapaktiere, aber die Schwerter von ihnen sind keine Bluttrinker. Das sind profane Nachtwinde. Ja. Plus 5 hast du gesagt, ne? Ja, Er kriegt 13 nämlich ja die wohin? 12, weil er die erste Attacke pariert hat. Dann meinetwegen auch, dann kannst du die 8 parieren und kriegst die 7. Also 7 plus 5 sind 12. In dein rechtes Bein. Ins rechtes Bein, das ist nicht gut. Profaner Schaden. Ja, ist keine Wunde, aber ich krieg 8 Schaden. 8 Stück? Ja Okay. klar, Ja, profan Schaden. du, ich bin verwundert. Gut. Perdido Dorkstein hat auch auf alle Fälle deinen Zorn und deine Aufmerksamkeit. Stapft über das Feld. Gucken wir mal, warte mal. Stapft auch auf Viborn und Jalan zu. Macht dann erst euch im Vorbeigehen und wenn ihr tot seid, wird er den Rondrianer hinrichten. Ich weigere mich, mich im Vorbeigehen machen zu lassen. Was Frage? Kann Ja. ich beten, während ich kämpfe? Eher nicht, oder? Eine Aktion. Du Also wenn du kannst jetzt eine Aktion über 3 Worte sagen. Eine regeltechnische Liturgie sprechen willst oder ein Stoßgebet, dann ist das mindestens eine freie Aktion. Also meine beiden freien Aktionen kann ich jetzt quasi einsetzen, um eine Aktion
Stoßgebet rauszubringen. Zwei freie Aktionen sind keine richtige Aktion. Also ein Stoßgebet braucht eine richtige Aktion, keine freien Aktionen. Ja, genau. Das ist ja eine Aktion im Rollenspiel. Nein, nein. Das geht nicht mit freien Aktionen, ein Stoßgebet. Warum frage ich? Dann bin ich am Arsch. So, du hast noch, du hast einmal pariert. Was willst du tun? Drei. Ja, angreifen, ne? Angreifen. Dann los. Wen? Ich will... Wer von denen hat die wenigste Rüstung? Da haben alle. Ich muss gerade mal schauen, was die haben. Ah, hier steht da. Sieht nicht so aus, als hätten sie Dreier Rüstung. Fünf, glaube ich. Das ist die Endurium-Korb-Rüstung, hat fünf. Alles klar, dann hau ich einfach hier den komischen Typ mit Bart. Hoffe, dass die Typen von hinten mir helfen. Die Söldner. Ja. Die sind sich nicht ganz sicher, die werden die auf alle Fälle einen abnehmen, aber die werden sich da nicht in unfaire Kämpfe einmischen, wenn es ein Rondrianer ist. Ja, wenn sie mir zwei abnehmen, dann ist es ja kein unfairer Kampf. Vor allem gehen sie auch auf den Holzkrone. Der wird jetzt mit Pfeilen gespickt und mit Äxten. Dann hau ich mal ein. Die haben alle nur einmal angegriffen, ne? Mhm. Dann kommt die 5er Finte. Die gelungen wäre. Mhm. 5er Finte? Ja. Nicht geschafft, Schaden. Dann. Oh, warte, falsche Waffe. Den gibt's nicht mehr, den Rondrakam. Das ist leider richtig. Das ist ein F-Verteidiger Doppelkontroller. Genau, du machst einmal ein pro Spielrunde, machst du 1W6 zusätzlichen Schaden. Das heißt, du machst jetzt einmal 1W6 zusätzlichen Schaden. 11 Schaden. So, dann ist Achmat durch. Kiaras ist am Boden. Palligan. Ja, fliegt wieder. Das Problem ist. Das Problem ist gleich, dass er Pfeile oder sowas in den Rücken kriegt. Er fliegt erstmal wieder nach oben und betrachtet sich die Situation. Immer. Ja, eine Aktion weiter nachladen. Dann hat er zwei Aktionen nachgeladen. Damit könnte er jetzt einen Schnellschuss machen. Das will er aber nicht. Er wird auf Palligan zielen, in der Hoffnung, dass er dann in der nächsten oder nächsten Runde irgendwann schießen kann. Gut. Also sprich, das Schnellschuss, man defensiv baue ich jetzt gerade ab. Achso, warte mal. Ich hatte mit Palligan vorgezogen. Entschuldigung, dann fliegt er noch nicht. Das macht er dann erst nächste Runde. So, jetzt nächste Kampfrunde. Torike von Hublet läuft los. Nee, was ist mit Eldern? Eldern, ne, Entschuldigung, also wir fangen nochmal ganz von vorne an. Die Lederschwingen sind alle tot. Die Söldner kämpfen gegen den Endurium-Korb-Krieger. Eldern, 14. Ich will vorziehen. Gut, dann fangen wir mit Achmat an. 5er Wuchtschlag gegen den Endurium-Krieger hier unten. 5er gegen den? Ja. Warum hast du jetzt einen 9 genommen? Weil die Söldner mir den hier abgenommen haben, habe ich gedacht. Okay, gut, den nehmen sie den ab, gut. Das wäre gelungen. Mhm. Pariert. Dann machen wir die auch einmal, dann sind wir die durch. Osko wird seine Parade aufgeben, wird einmal die Söldnereinheit angreifen, die hier oben steht. Oder die jetzt versuchen, ihn einzukreisen. Und eine Aktion wird er für dich benutzen. Das heißt, da passieren jetzt... er greift dich einmal an und er greift dich einmal ein. Sind zwei Angriffe mit Nachtwind. Beide mit Wucht... Nee, die müssen umwandeln. Wuchtschlag 1. Beide getroffen. Ist pariert. Pariert? Ja. Beide? Achso, ich dachte, er greift einmal hier den Rüben sich an und einmal mich. Du wirst von zwei getroffen. Achso, ja, dann ein Treffer. Ich kann nicht beide parieren. Dann sind das 11 TP. Wo? In den Kopf. Mal ja, zwei. Ja. Beziehungsweise, dann 12 Schaden. Achso, genau, wir müssen den Wuchtschlag... Moment, was hast du? Eine 6er Rüstung? Ne, eine 5er Rüstung am Kopf. Ziehen wir 5 ab, 6 mal 2 sind. 12. Nee, gar nicht. 5 mal 2 sind 10 und dann plus 1, weil der Wuchtschlag nicht verdoppelt wird. So, 11. 11 Schaden, okay. In den Kopf. Ist wahrscheinlich eine Wunde. Jo. Gerade so. Dann. Selbstbeherrschungsprobe. Dann hat er Achmat vorgezogen. Wir müssen wieder auf die 14. Das sieht gerade so geschafft aus. Dann zu ignorieren, weiter, um die Runde zu ignorieren. Genau. Sehr geschafft. Aus. Super. Dann okay. Eldar, 14.
Okay, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Plan, aber ich möchte mich in ihren Weg stellen, ob das sie nicht weglaufen kann und unsere Bogenschützen sie gleich hart umbumsen. Sie zieht vor und lässt sich nicht von dir aufhalten. Du kannst aber, also du könntest sie jetzt, ja, mit einem Passierschlag könntest du sie... Sie ist doch geblendet, oder? Immer noch. Ja, sie ist auch geblendet. Ja, sie läuft trotzdem weiter. Ich weiß nicht, was sie für eine Eni hat, das war die Frage. Richtig, die Eni hat mich von ihr noch nicht runtergezogen, aber... Würfel ich einmal kurz aus. Was hattest du hier abgezogen, Eni? Jetzt steht hier, Minion ist jetzt... 14, okay, dann ist sie vor dir dran. Du könntest ihr also dann wirklich den Weg stellen. Ja, das ist auch mein Plan. Ja. Und dann möchte ich dem Bogenschützen zurufen, schießt! Dann stolpert sie gegen dich und in ihrer Not piekt sie dich halt. Dann, wenn sie nicht vorbeikommt, wenn sie blind ist und nicht weiß, wo sie hinrennen soll, dann schneidet sie dich jetzt eben nochmal. Hab ich mir fast gedacht, aber mir hilft sie. Und trifft. Ja. Parade? Ja. Hast du deinen Stab? Nee, ne? Klar, ich habe seinen Stab. Na gut. In meine Hand. Na gut. Ja, schaffe ich aber nicht. Sind diesmal 7. Sie ist eine Wunde. TP? Ja, das ist eigentlich egal, ich habe eh keine Rüstung. Ja, das ist eine Wunde. Obwohl, ja, wenn es in den Kopf geht. Wie viel Lebenspunkte hast du eigentlich noch? Ganz stabile 7. Er wurde doch. Ich habe ihm doch 14 wiedergegeben. Gut, ich wollte nochmal nachfragen. 19 hast du wieder gekriegt. Gut, Turike hatte geschossen, beziehungsweise dich geschlagen, nur dass sie aufgehalten. Das gibt auf alle Fälle viel Zeit. Wir machen weiter. Abelmir. Ich würde jetzt meinen Motorikus vollenden und probieren, ihr es aus der Hand zu ziehen. Ja, Zuschlag plus 3. Klingt. Ist die Entfernung relevant? 7 Schritt. 7 Schritt. Ich hab mich auf einen hinstellt. Genau. Ja, ja. Mit einer freien Aktion. Deswegen. Ja, nein, passt perfekt. Absolut 7 Schritt. Und muss jetzt irgendwas würfeln und eine Fingerfertigkeit, um den zumindest, Splitter zumindest mitnehmen. Zumindest gehört dir jetzt erstmal das Tuch, ja. Du hast 4 Punkte über. Dann gib mir mal eine Fingerfertigkeit. Plus 3. Nee. Jo. Ja, dann, wo möchtest du hin mit dem Tuch? Zu mir. Zu dir? Gut. Natürlich. Du hast das Tuch. Ist der Splitter drin, oder? Der Splitter ist drin, mit der gelungenen Fingerfertigkeit ist er drin. Gut. Das Tuch bewegt sich jetzt mit ZFB halber Geschwindigkeit. Also 2 GS. 2 GS? Ist nicht toll, ja, aber immerhin. Und das kann ich sprinten, also mit 2 Meter bewegt sich langsam auf dich zu. Kann ich dem Splitter entgegengehen, um... Sie sagt, du hast noch eine Aktion offen, oder? Würde ja, ich auch sagen, ja. Ja, würfel genau. Mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Gut, Sekunde. Nee, dann lasse ich dich nicht entgegengehen. Du musst den Zauber aufrechterhalten. Das ist zu kompliziert. Gut. Du siehst, dass Paligan ganz entspannt danach greifen möchte. Gucken wir uns gleich an. Schützen eigentlich was? Ja, die Schützen, was sollen die Schützen tun? Eltern hat einen Befehl gegeben. Auf, ja, schießt. Auf die Frau. Auf die Frau, gut. Dann wird die Frau jetzt gespickt. Ich glaube, das müssen wir nicht auswürfeln. Das sind 7 Schützen. Obwohl, diese Kampfrunde sind Befehl gegeben worden. Das heißt, vielleicht diese Kampfrunde laden kam letzte Aktionen Runde. Machen. Letzte Runde, ja, kam letzte Runde. Ach, eigentlich. Dann also, da, vielleicht treffen wir auch ein paar nicht. Vielleicht treffen auch wenige mit Schaden oder sowas. Aber die wird auf alle Fälle dann auch getötet. Hat ihren Zweck erfüllt. Gut, dann sind die Schützen durch, Abelmir ist durch. Jalan. Paddy, du Dorkstein, schlägt mit 2 Aktionen auf dich und mit einer auf Viborn. Möchtest du für den Mann erstmal eine Eni würfeln? Seine Eni ist höher als deine. Okay, möchtest du mir trotzdem seine Eni sagen? Moment. Nein, ich will sie nicht wissen. Okay, ich will sie nicht wissen. Warte, ich hab sie hier, Paddy, du Dorkstein. Würfel. Ja, ich wandle um und pariere das einfach zweimal. Kommt die erste. Die ist gelungen. Hier kommt die zweite. Die ist ebenfalls gelungen. Zweimal Parade, ja. Ich muss mich erst vor meiner ersten Aktion entscheiden, weil ich aufmerksam bin. Und das hier war meine erste entsprechend. Gut. Ja. Dann, ich hatte gesagt,
zwei Attacken auf dich und eine auf Viborn. Ich würfel erstmal die auf Viborn. Er sagt eine... Ach komm, Finte 5 an. Finte 5 für Viborn. Das gelingt. Finte 5 für dich. Das könnte bei deinem ersten, könnte das nämlich nochmal wichtig werden. Ja, wir hast ihn dann getroffen, wenn er es schafft. Das schafft er nicht. Und dann hat er noch einmal eine Schwernis von 5 Punkten für den Umwandeln. Schlägt dann nochmal zu, diesmal ohne Finte. Das schafft er aber. Schafft er nicht, weil er 5 Punkte Erschwernis kriegt vom letzten Manöver und das Umwandeln. Und das Umwandeln sind 9 Punkte. Gut. Ich muss mir angewöhnen, den ersten würfeln zu lassen und dann meine Ansagen zu machen. Ich bin so ungeduldig. Mit der höheren, Ist egal, denn wenn er nicht trifft, muss ich ihn auch nicht parieren. Ja, aber wenn du zwei Paraden ansagst, kannst du nicht umwandeln. Es sei denn, du hast Kampfgespür. Stimmt, also weiter. Kiaras. Liegt immer noch am Boden? Alles. Bist du kampfunfähig? Nein. Ich habe noch 10 Lebenspunkte. Hast du überhaupt deine Selbstbeherrschungsprobe? Selbstbeherrschungsprobe, um stehen zu bleiben? Ich glaube, du liegst. Ich hab gar keine Bin umgekippt. Ja, genau, dann bist du kampfunfähig. Du bist kampfunfähig, du kannst auch nicht. Ich bin komplett unfähig jetzt. Du kannst auch keinen Heiltrank trinken, wenn du kampfunfähig bist. Genau, du musst auch 1v6 plus 3 Kampfrunden auswählen, wie lange das ist. Das ist wahrscheinlich der Rest des Kampfes. Du kannst dich aber mit GS1 bewegen. Aber genau, er kann keinen Heiltrank trinken. Das ist auf Eltern. Ich aber nichts. Na gut, regeltechnisch könnte er wahrscheinlich einen Heiltrank trinken, aber das würde ihm nicht gegen den Wundschmerz helfen, weil er ja noch immer. Okay, also 4 Aktionen könnte er dann. Er ist kampfunfähig. Lege ich jetzt 5 Runden rum. 8 Runden. 8 Runden rum. Ahmad, du hattest schon, ne? Du hattest vorgezogen. Paligan möchte nach dem Tuch mit dem Splitter greifen und wegfliegen. Moment. Ich kann ja diese Tuch kontrollieren, den Inhalt. Das heißt, ich kann ja so eine mehr weniger chaotische Flugbahn damit vollführen. Mit GS2. Ja, aber trotzdem. Er weiß, er kann nicht unbedingt sagen, wo der nächste Sekunde ist irgendwo. Dafür ist also vielleicht die Fingerfertigkeitsfrage. Vielleicht sollte auch mal nach Fingerfertigkeit fragen. Ich würde sagen, okay, finde ich gut. Genau wie sowas. Gut. Machen wir. Ich würde sagen, wir schweren sie immer um ZFP-Stern halber. Ja, genau, auch so um Hälfte. Fingerfertigkeit. Oh, die ist gar nicht so hoch. Und der Fingerfertigkeit erschwert um 1 im Endeffekt. Seine FF ist 13, das schafft er. Mist. Hat jemand noch einen Chip? Ja. Ich setze ein. Du möchtest ihn ausgeben? Ja. Er kann doch nächste Runde einfach danach greifen. Ja, aber ist doch egal, vielleicht ist es nächste Runde schon irgendwie. Nächste Runde kann Abel mir schon hinrennen. Ja! Und schnapp, hat er zweimal Luft gegriffen. Dann ist das die erste Aktion, dann greift er nochmal danach. Er kann zweites Mal greifen, er wollte eigentlich wegfliegen, aber. Schafft er. Jetzt gehört ihm das Tuch. Ach, komm, ich gebe ihm mein Chippy, der muss nochmal würfeln. Okay, er soll es nochmal würfeln? Nicht so ja, ich gebe mein Chippy dafür, ja. 11. Okay. Wie viele Chippys hat der Typ denn? Und der Typ, ich hab einen. Er hat jetzt zwei Aktionen danach gegriffen. Ach so. Und jetzt zwei Aktionen hat er's. Ömer. Bogen, gespannt, Pfeil angelegt. Ja, genau, gespannt. Jetzt eine Aktion plus 3 Ansage und dann Feuer auf den Paligan. Gut. Schuss. Ja, ich muss gerade in die Entfernung gucken. Hat er eigentlich mehr als 9? Oh, unter 5 Meter. Hat er mehr als mehr als 9 Körperkraft? Wahrscheinlich ja, oder? Paligan? 15. Gut. Das ist ein Fähnrich zur See. Ja, schon gut. Ja, das ist auch ein Fähnrich zur See. Und guck, was aus dem geworden ist. Ja, aber der Magier nicht. Menschengroßes Ziel plus 2. Entfernung sehr nah. Minus 2 sind wir wieder bei 0. Bewegung des Ziels. Ich denke mal, leichte Bewegung ist das im Moment, die er da macht, weil er danach greift. Also plus minus 0. Also keine schnelle Bewegung bis dahin. Ja. Sichtverhältnisse. Es war starker Regen, aber plus 3 hast du gesagt. Plus 3. Vorteile Dämmerungssicht. Das ist keine Dunkelheit, auf die ich Erschwernis bekomme. Deswegen zählt das nicht. Entfernung 10 minus 2 bin ich wieder bei 1 Punkt Erschwernis. Ansage plus 3 habe ich angesagt. Ich 3 Punkte Erschwernis. Und das ist es. Jetzt kommt es auf sein W20 an. Auf die Rüstung. Au. Ich überlege mir, ob ich das chippe. Würfel mal den Schaden. Ich kann ihn auch noch verbrennen. So, ich will jetzt mal den Grundschaden. Wir müssen am Ende plus 3 drauf addieren. Die plus 3 werden aber nicht verdoppelt. Ich kann ihn auch verbrennen. Der Treffer geht grundsätzlich in seinen Schildarm nur. Vielleicht ist das ja der Arm, wo er den Splitter halt. Gib mir den Schaden.
4. Das sind 16 plus 4. Nein, 20. Das ist gar nicht wahr, da kommt noch plus 1 dazu. Also das sind 9 mal 2, weil der Grundschaden vom Bogen ist plus 1 wegen der Entfernung. Mhm. Also kriegt er 18 plus 4, sind das 23 Schaden in den rechten Schild. Mit gesenkter Wundschwelle. Denk an die gesenkte Wundschwelle. Ja, ich würfel jetzt erst einmal die Rüstung. 16. Hat jemand ein Stipium, um den Rüstungsschutz neu zu würfeln? Ja, dafür müssten wir jetzt schöpfig verbrannt werden. Das lohnt sich ja nicht. Wieso das Eltern sagt er hat einen. Ach, Eltern hat noch einen? Eltern, hast du noch einen? Ich habe ja noch nichts gemacht. Ja, komm, gib ihm den! Muss er nochmal würfeln? Ja, ich lass ihn nochmal würfeln. Na, kommt gut. Die 20. Jetzt zu dir bei dir an, was du ihm machst. Ja. Warte. Jetzt möchte Palligan seinen Chip verbrennen. Ich verbrenne den Chippy für die 1 von Ömer. Verbrennen haben wir doch noch nie gesagt, dass du irgendwas nachwürfeln darfst. Doch, klar. Bei Verbrennen kannst du ausgeben und noch mehr. Dann kommt der Attackewurf mit der Erschwernis von 3 nochmal. Okay. Dann ist es nur ein Treffer. Dann ist es kein Crit. Der Schaden bleibt gleich. Nee, der Schaden bleibt gleich. Der Schaden bleibt gleich. Dann sind das 9. Gut, 9 und dein Rüstungsschutz ist... Nein, gar nicht wahr. Das sind 9 plus 3, 12. 12 in den linken Arm. 5. Also, was hast du gemacht? 12 in den Arm. 12 in den Arm und ich habe 5er Rüstungsschutz, dann bleiben 7. Und das ist keine Wunde. Auch nicht bei gesenkter Wundschwellung 2. Und seine Chaos ist 16. Dann hat er eine 8er, wenn du den 6 für den Pfeil, hat er eine 6er. Also wäre also eine Wunde. Das wäre ganz knapp eine Wunde, wenn er keine Eisern hat. Das muss ich jetzt nachgucken. Nachtsicht, soziale Anpassungsfähigkeit, Jezorn, Wahnvorstellung. Nee, hat er nicht. Dann wohl nicht. Ja, nein, ist das eine Wunde. Und das, die Selbstverschuldung ist bei dem 1 wieder wohl packen. Aber du kannst jetzt erzählen, dass du Dario und Palligan eine Armwunde beigefügt hast. Gut. Jung. Ja, das kann sonst nur Chiara sagen. Dann beschreib einmal die Szene, Ömer. Ja, Ömer schießt den Pfeil vom Bogen und der Pfeil gleitet mit hoher Geschwindigkeit von der Sehne, um dann in seinem linken Arm ihn einmal sozusagen zu streifen. Es durchtrennt ihn fast den ganzen Bizeps. Und er brüllt auf vor Wut, schaut sich um, aber den Splitter hat er anscheinend nicht fallen lassen. Außer ein Gejohle ist nichts zu hören. Er dreht sich noch einmal um, sieht dich, blickt mit tiefschwarzen, nachtblauen Augen, nickt dir zu, nachdem er seinen Wutschrei verklingen lassen hat. Guter Schuss. Mit der rechten Hand wird immer in der freien Aktion mit dem Finger auf den Typen, dem sich zeigen vom Matlabonner. Nächste Kampfrunde. Palligan zieht vor. Palligan möchte fliegen. Ich zieh vor. Ich krieg zu der toten Frau und schau zu, wie sie das Leben ausröchelt. Immer, du hast doch eine Aktion. Immer eine Aktion. 3, 2, 1. Niemand zieht vor. Palligan reißt den Splitter an sich, hat wie gesagt noch einmal zugenickt. Gönnerisch, guter Schuss. Und fliegt dann mit seinem fliegenden Mantel und dem Splitter in Richtung Plagenbringer. Alter. Das war eine richtig, richtig schwere Geburt. Ich hasse euch. Dafür hasse ich euch wirklich. Ja, das geht übrigens noch weiter. Nee, jetzt versenken wir die Seeadler. Dafür hasse ich euch richtig. Komm, jetzt klatschen wir erstmal Dorkstein weg. Richtig, indem du einfach unsere beiden Hauptkämpfer tötest. Adeptus Major Eldan Gorbas. Ja, ich habe meine Selbstbeherrschung nicht geschafft, weil mir dann aufgefallen ist, dass ich hier schon eine 3er Erschwernis vorher hatte und dann habe ich meine Probe nicht geschafft. Warum also hast du eine 3er vorher? Ja, also liege ich da rum. Habe mir. Was machen eigentlich die ganzen Vögel hier in der Mitte? Gar nicht, oder? Also wir stürmen vor. Okay. Ja, die haben auch hier mit dem, der Holzgolem kommt auch irgendwie langsam auf euch zugeschritten und der wird jetzt auch langsam niedergeknüppelt, aber das dauert. Dreischberger holt sich den. Dreischberger haut den rum. Ja, das ist Dreischbergers Aktion. Abel mir. Ich leg mir das Amulett um, keine Ahnung was es bringt, und renne in Richtung da etwa hin. Achter Schritt. So etwa. Da. Rennen. Kann ich mit Rennen und umlegen? Keine Ahnung. Jaras kann auf sie zukriechen, die tote Verräterin. Trismagena und Elena Fackelhaut schauen ziemlich entsetzt zu der toten Frau. Und
gehen, rennen einmal auf euch zu, um euch dann mit einem Balsam wieder zurückzuholen. Was? Wir wollen die Frau auch zurückholen? Nein, nein, ich glaube nicht. Euch beide, also Kiaras und Eldan. Yalan. Perdido Dorkstein, zwei Schläge auf dich und ein auf Viborn. Dann werde ich die wohl. Weißt du was? Den ersten halte ich gegen. Mhm. Nein, er hat mir den nicht gegen. Nein, nein, sorry, nein, nein, nein. So, Darion Padigan kann ich zumachen. Ich würde das Risiko reingehen, wenn ich nicht nur für eine Rüstung hätte. Möchtest du zweimal parieren? Ja. Gut. Dann kommt der erste Angriff auf dich mit einer Finte 5. Mhm. Geschafft, und zwar locker. Ja, noch ein Angriff, Finte 5. Kriegt er eigentlich eine Erschwernis für Sonnenwandeln? Jetzt, wenn er den nächsten Schlag dann auf Dingens macht. Okay. In dem Fall habe ich das leider trotzdem pariert. Schade. Und also ich stehe im Grunde stehe ich nur hier und würde mich zurücktreiben lassen, wenn Viborn nicht noch da wäre, aber ein Stich tun ja auf keinen Fall. Ja, Viborn wird. Schauen wir mal nach, ob Viborn parieren kann. Komm schon, Viborn! Nein. Schade, kein Pasch. Du siehst, wie das riesige, zweihändig geführte Schwert in die Flanke von Viborn geschlagen wird. Und das Blut läuft direkt in das Schwert in seinen Oberarm, was dann weiter rot pulsiert durch die schwarze Haut von Perdido Dorkstein. Ahmad, zwei Endurium-Korps-Krieger, die dich angreifen. Und zwar der eine mit zwei Attacken, der andere mit einer. Uff. Strategischer Rückzug? Strategischer Rückzug? Nein. Kann ich nicht machen. Kann ich meinen Shippy verbrennen, damit mein Talionsmelz Schlachtgesang nur eine Aktion braucht? Das würde ich erlauben. Ja, wunderbar. Dann ist es Zeit für ein Gebiet, das relativ schnell runtergehaspelt wird. Herrin Rondra, durchdringe mich und fülle mich mit deinem Geist. Dring ein in meine Glieder und gebe ihnen Kraft. Dring ein in mein Herz und gebe ihm Mut. Dring ein in meine Seele und gebe ihr Zorn. Mein Leib sei dein und den Leib des Feindes will ich dir opfern. Rotes Blut, heiliges Blut, Blutwaschereien, so sei es. So, die Probe ist um 3 erleichtert und um 1 erschwert, um 4 erschwert, also um 1 erschwert insgesamt. Also du willst mir jetzt irgendwelche Erleichterungen oder Erschwernisse geben? Nein, du darfst ja einfach nur wirken. Das sind 7 Punkte. Das heißt, ich habe jetzt 70 Lebenspunkte mehr. Das hält für 7 Spielrunden, also 35 Minuten. Und ich habe eine Erleichterung von 4 auf meine Attack-Fertigkeit. Der Karakil mit der Plattform landet jetzt gerade zumindest auf eurer Dämonenarche und irgendein blubberndes Wesen steigt jetzt gerade in Richtung des Turmes auf. Du weißt, dass da noch Leute sind? Ja. Gut. Warte, die Grim Ajalut ist ja mit dabei. Sollte der Karakil nicht eigentlich Padigan hinterherfliegen? Nein. Das ist eine völlig andere Fraktion. Das sag ich ja. Padigan hat Splitter. Das interessiert ihn nicht. Oh, und dann? Draußen auf der offenen See könnt ihr mehrere Schiffe erkennen, die jetzt gegen die Plagenbringer kämpfen. Neben der Seeadler, die natürlich angekündigt ist, wird auch weißes Leuchtfeuer von der Sulman al-Nasuri und den Djinn aufsteigen, die sich jetzt hier einen großen Kampf liefern. Die Plagenbringer wird ebenso angegriffen von weiteren Schiffen, und zwar die Boranstorn, eine weitere Dämonenarche, die unter der Führung von Hafax sich jetzt gegen die Plagenbringer wirft. Was euch auffällt, es gibt keine Schüsse gegen die Seeadler, ein paar gegen die Sulman, aber nicht gegen die Seeadler, während die Boranstorn sich dort mit der Plagenbringer duelliert. Das kümmert euch allerdings gerade nicht, denn ihr habt noch ganz andere Sorgen. Dann machen wir weiter. Du hast jetzt deinen Schlachtgesang gewirkt und die rohe Kraft von Rondra pulsiert in dir. Palligan ist raus.
Aber 5 Angriffe kommen jetzt auf ihn.